Hallo RC-Freunde, willkommen zur neuen Episode von Waxers RC TV. Heute treten wir wieder outside the box. Und zwar, ich habe mich ja neulich mit einem Bekannten unterhalten und er hatte mich darauf angesprochen, was denn eigentlich aus meinem Tamiya-Buggy geworden war. Und da ist mir aufgefallen, ich habe über den noch gar kein Video gedreht. Also heute das nachgeholte Video zu meinem Tamiya DT03 Neo Fighter Buggy. Ich habe ihn jetzt wieder soweit flott gemacht und habe ihn ansehnlich gemacht, habe ihn zusammengeschraubt und werde euch jetzt einfach mal kurz zeigen, wie ich dieses Fahrzeug damals hergerichtet habe. Das Fahrzeug ist jetzt ein bisschen älter wie ein Jahr. Ich habe ihn mir damals von einem Freund abgekauft, gebraucht und er war komplett aus Plastik. Also wirklich komplett Plastik. Von den Dämpfern bis zu den Querlenkern, alles Plastik. Was habe ich wieder gemacht? Willy West Customs hat gezaubert. Ich habe Teile eingebaut, Aluteile verbaut, habe mich da für zwei Farben entschieden, um dem Ganzen ein bisschen einen Mix zu geben. Heißt, wenn wir von den Aluteilen sprechen. Die Karosserie habe ich mir selber lackiert und ich habe mir noch eine andere Karosserie dazu lackiert, die ich euch jetzt ebenfalls zeigen werde. Ich würde sagen, wir drehen die Kamera wieder um und ich zeige euch meinen kleinen Fighter Buggy. Bis gleich. So Freunde, da sind wir. Mein Neo Fighter Buggy von der Marke Tamiya. Ich habe ihm damals eine Karosserie spendiert, eine neue Karosserie spendiert. Die alte Karosserie, die war auch von mir teilweise lackiert, aber allerdings nicht ganz so grell farbig wie diese. Hier haben wir einen schönen Metallic Orange Lack mit einem neongrünen und weißen Dekor. Ich habe dann damals noch von einer anderen Karosserie von mir quasi die Aufkleber abgezogen und habe die dann draufgeklebt. Auch der Spoiler, dementsprechend farblich angepasst und habe mich da hinten noch für den silbernen Rennstreifen entschieden, damit ich diesen Spoiler auch mit der anderen Karosserie verwenden kann. Die zeige ich euch nachher nochmal kurz. Im Prinzip, wie ihr schon seht, Querlenker Alu. Untere Querlenker ebenfalls Alu. Die Dämpfer waren Alu, sind Alu und die Dämpferbrücke, heißt auch die Dämpferhalter, in dem Fall Aluminium. Rammerplatte vorne, Aluminium und der Querlenkerhalter unten ebenfalls Aluminium. Das heißt, an diesem Chassis ist vorne rum so ziemlich alles getauscht. Ja. Das, was wir hier noch sehen, ist das Alu-Servohorn, auch passend in Orange. Dazu die Alu-Lenkhebel, ebenfalls in Orange. Die stahlverstärkten Lenkstangen, ja, die sind wirklich massiv. Die originalen Lenkstangen sind dahingehend etwas dünner und deswegen auch nicht so robust. Ich habe es aber auch schon geschafft, eine Stahlstange zu verbrechen, also zu brechen. Nicht falsch verstehen. Sie halten nicht alles aus, sie halten nur ein bisschen mehr aus, wie die original mitgelieferten. Was ich an der Stelle nicht getauscht habe, sind die C-Hubs. Die seht ihr hier. Die sind noch aus Kunststoff. Vorne wie hin. Ja? So, einmal schön gedreht. Wir haben hier das Motorgehäuse. Das heißt, hier sitzt entgegen meiner anderen Fahrzeuge der Tamiya Original Brushed Motor drin. Auch mit dem Brushed Regler. Was ihr ebenfalls sehen könnt, ich habe hinten schon die Alu-Mitnehmer zum Getriebe inklusive CVDs verbaut. Auch hier sind die hinteren Radträger wieder Kunststoff. Meine Überlegung war einfach, wenn mal was bricht,
dann sind es die billigsten Teile am Fahrzeug. Motor sitzt wie gesagt da drunter und hier unter dem Gehäusedeckel sitzt nachher unser Motorritzel und das Getriebezahnrad. Auf dem Neofighter ist Standard ein 17er Motorritzel verbaut, auf ein 54er, wenn man so nennen will, Hauptzahnrad. Getriebezahnrad. Ich bin ihn teilweise auch mit einem 19er Ritzel gefahren, da geht er auch richtig gut ab. Mit dem Brushed Motor, Leute, was soll ich euch sagen? Ich würde schätzen, mehr wie 20 km/h kriegen wir dort nicht hin. Ist bei dem Fahrzeug jetzt auch nicht wirklich notwendig, ihn auf Brushless umzubauen, da er im Brushless ein relatives starkes Wheelie-Verhalten hat und dadurch unkontrollierbar wird. Wenn ich dann mit dem Fahrzeug kollidiere und mir ist wirklich schon passiert, ich bin mit dem vorderen Rammer gegen einen Randstein gefahren. Dem Rammer ist nicht viel passiert, er hat ein paar kleine Kratzer vorne, aber mir ist die Chassisplatte gebrochen. Und zwar genau hier vorne. Und die Chassisplatte ist auch aktuell noch die größte Schwachstelle an meinem Fahrzeug. Es gibt leider von keinem Tuninghersteller oder ähnliches eine Platte. Mit Sicherheit könnte man eine sonderanfertigen lassen. Allerdings ist das auch wieder hier, wo ich das Fahrzeug nur mit einem Brushed-Motor bewege, nicht notwendig. Ich zeige euch jetzt mal noch, wie er drunter aussieht. Im Großen und Ganzen habt ihr aber schon die Alu-Teile gesehen. Und so sieht das Schätzchen nackt aus. Ja, wir haben jetzt hier einfach nur den ganz normalen Tamiya-Standard-Fahrtregler. Er würde auch brushless betreiben, das heißt deswegen hier noch ein drittes Motorkabel. Ansonsten haben wir hier die anderen zwei Motorkabel, die auch mit einem Kabelbinder ans Gehäuse hingeklipst sind, damit eben der Bodyshell komplett drauf passt und die Kabel eben nicht rumfliegen. Der Akkuhalter ist plastisch geblieben, den gäbe es auch noch aus Aluminium, genauso wie der Servohalter. Hier das Plastikteil würde es auch in Aluminium geben. Habe ich mich aber damals auch hingegen entschieden, weil das tatsächlich einfach noch Teile sind, die a. nicht kaputt gehen, b. im Fahrzeug drin sind und somit nicht sichtbar und ich mir an der Stelle einfach das Geld gespart habe. Das ganze Fahrzeug im Brush-Zustand wird betrieben mit einem Nickel-Metall-Headlet-Akku mit Tamiya-Stecker, an der Stelle auch nichts Besonderes. Der Servo ist noch ein Standard-Servo, den ich übrig hatte im Koffer mit 6 Kilo, ist an der Stelle für dieses Fahrzeug vollkommen ausreichend. Wir haben vorne die Vorderreifen mit Gleitlager, das heißt, dadurch, dass wir einen 2WD-Heckantrieb haben, fehlt uns hier vorne einfach die Antriebsstrange, das heißt, die Räder rollen so, wie das Fahrzeug fährt. Ich habe das Fahrzeug komplett kugelgelagert, heißt, Antriebsachse hinten komplett kugelgelagert, die vorderen Räder beidseitig kugelgelagert, an der Stelle läuft das Fahrzeug wirklich tipptopp. Wenn ich jetzt einen 3000 kV Motor reinbaue, beispielsweise, dann erreiche ich auch mal eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 45 km/h, was aber sich mit solchen Reifen dieser Art nicht wirklich gut fahren lässt. Ich habe damals schon, um die euch mal hier zu zeigen, mir etwas größere Reifen besorgt, ja, da ich dieses Fahrzeug auch mal brushless gefahren bin. Ich habe mir größere Reifen besorgt, ja, für vorne, eben auch mit Rille. Die habe ich damals für meinen New One gekauft, um zu testen, einfach wie so ein Truggy mit Allradantrieb sich mit Rillenreifen und mit Noppenreifen hinten verhält. Das heißt, ich habe dann quasi diese für vorne und habe nochmal dieselben mit der gleichen Noppierung wie hinten bei den kleinen Reifen eben auch für hinten. Ja? Das heißt, an der Stelle, wenn ich die drauf packe, wird das Fahrzeug schon mal etwas höher. Ich gewinne also an Bodenfreiheit durch die dickeren und größeren Reifen habe ich natürlich nochmal eine andere Trefferfläche wie jetzt mit den kleinen Reifen. Das heißt, mit den kleinen Reifen bin ich natürlich hier an diese Flanke gebunden. Mit den dicken Reifen geht das Ganze nochmal ein Stück weiter vor. Was bedeutet, wenn ich jetzt lediglich mal gegen einen Randstein kollidiere mit Reifen und mit der Schnauze, ja, dann wird das wahrscheinlich nicht abknicken, sondern ich habe dann immer ein bisschen das Glück gehabt, dass das Fahrzeug einfach schon durch den Reifen irgendwie viel vom Stoß abgefangen hat. In dem Moment ist es ein Big Wheeler und der macht sagenhaft Spaß zu fahren. Wie gesagt, auf Brushless. Auch da
ist es wiederum schwierig, nachher mit irgendwelchen Sprüngen, Stunts, geschweige denn Backflips zu arbeiten, dadurch, dass ich nur einen Zweidrahtantrieb habe. Dem einen oder anderen mag es vielleicht gelingen, wenn er ein bisschen an den Federn rummodifiziert. Ich habe es aber an der Stelle mit diesem Fahrzeug nicht ausprobiert. Er ist für Sprünge mit einer Rampe von 10-15 cm gemacht, weil das Aufsetzen mit den kleinen Reifen natürlich gut auf die Chassisplatte gehen kann. Ja, je höher ich falle, desto eher lande ich nachher auf dem Boden. Man kann das Ganze vielleicht nochmal um 10 cm erhöhen, indem man dann die Feder etwas härter macht, indem man dann gerade solche großen Reifen verwendet. Ich sage jetzt einfach mal Big Wheels verwendet. Ja, die haben dann hier auf dieser Seite quasi auch einen Adapter mit Kugellager, ja, dass die eben auch sauber laufen. Die Schraube wird von außen ganz normal eingeschraubt und dann funktioniert das tipptopp. Was ich machen musste, da beim 2WD vorne der Durchmesser der Achse des Radaufnehmers etwas größer ist, ich habe hier die Felge auf Kugellagergröße aufgebohrt. Ganz normal mit dem Karosseriebohrer aufgebohrt und dann konnte ich die schon drüber stülpen. Wichtig ist, wenn man sowas macht, bei 2WD-Fahrzeugen eben solche Vorderreifen anpasst, dass man wirklich den Reifen flach auf den Tisch legt, so, ja, keine Kante oder irgendwas hat, sodass er schräg sitzt und dann auch mit dem Karosseriebohrer relativ langsam und gleichmäßig in der Mitte von oben das durchdreht. Weil, jetzt kommt's, wenn ihr schräg bohrt, ja, dann kann sich das unter Umständen nachher beim Fahren bemerkbar machen und ihr habt einen Reifen, der eiert. Das nur als kleiner Tipp von mir, wenn ihr das mal machen wollt. Gut, zurück zum Fahrzeug. An der Stelle haben wir es eigentlich auch schon. Wie gesagt, ziemlich cooles Teil. War mein erstes Fahrzeug, das ich, und jetzt aufpassen, dieses Jahr gekauft habe, also nicht mein erstes Fahrzeug, das ich besessen habe, sondern wie gesagt, es war mein erstes Fahrzeug in 2019, habe ich wie gesagt damals meinem guten Kumpel abgenommen, habe es gefahren, hatte jetzt einen riesen Spaß damit. Es ist leider mittlerweile abgelöst durch die Kameraden hinter mir im Regal, wie ich es auch vorher schon mal ein bisschen erwähnt habe. Und ja, es ist schwierig. Es ist momentan ein Regalmodell. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich ihn nicht zum Verkauf freigebe, sodass jemand anderes an dieser Stelle vielleicht einen Spaß hat, dieses Fahrzeug zu bewegen. Natürlich könnte man es auch wegen seiner hochwertigen Komponenten mitnehmen wollen, um sein eigenes Fahrzeug aufzuhübschen, wobei ich da aber nur sagen kann, da tausche ich den Regler, den Motor, den Servo und dann kann ich mit dem Fahrzeug schon fahren und habe einen vollwertig aufgetunten 2WD-Bucky der Marke Tamiya bei Willy West Customs hier auf Waxers RC TV. So Freunde, habe ich die Verabschiedung diesmal ein bisschen gedreht. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Ich gebe euch jetzt nochmal einen kurzen Umlauf um das Fahrzeug mit der Kamera und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!